ARCHE-TV berichtet aus dem Lebegut-Haus. Wir haben heute zu Gast Matthias Engel, ein Vater, der im Moment keinen Kontakt zu seinem Sohn hat, und Klaus Plantico, der Matthias Engel im Berufungsprozess im Landgericht Kaiserslautern mitvertreten wollte. Herr Engel, wann ist denn Ihr Kind geboren und wie ist denn die Vaterschaft von Ihnen beziehungsweise zu Ihrem Kind bislang verlaufen? Ja, mein Sohn ist 2003 im September geboren und ich hatte auch, es war so, dass auch die Mutter hatte da ziemlich viel zu tun. 2003 war ein sehr heißes Jahr und ich habe alles dafür getan, dass es ihr gut geht und sie hat auch noch ein Kind mit in die Ehe gebracht. Und dass auch dem anderen gewissen Namen, ich jetzt nicht sagen möchte, gut geht, war auch bei der Geburt dabei. Also man kann Sie als fürsorglichen Vater bezeichnen? Gut, das muss ich anderen überlassen. Aus meiner Sicht habe ich alles versucht zu tun, was man, denke ich, üblicherweise als Vater, was jeder andere Vater auch machen würde, tun würde. Ich habe mich um mein Kind gekümmert, auch um die ganze Familie im Übrigen. Habe für das Kind gesorgt, ja. Denn die haben dann, es war ganz schön, bis er mal laufen konnte und dann die ersten Worte gesagt hat und habe das begleitet und gefördert und sind auch viel in den Tierpark gegangen und haben eigentlich je nach Entwicklungsstand meines Sohnes immer mehr Dinge dann machen können. Das war eine sehr schöne Erfahrung natürlich für mich auch. Allerdings war ich jetzt kein junger Vater, hatte auch schon andere Kinder in meinem Freundes- und Bekannteskreis mit begleitet. Und es war an für sich, auch wenn es da einige Schwierigkeiten gab, die allerdings nicht dem Kind oder gegründet waren, war das eine sehr, sehr schöne Sache, weil das Kind konnte sich erst sehr, sehr gut entwickeln. Und es hat mir einfach Freude gemacht, dass ich da einfach dabei sein konnte, wie, denke ich, jeder andere Vater wird das nachvollziehen können. Ja. Das heißt also, Sie sind ein aktiver Vater, vom Windelwechseln, Essen zubereiten, natürlich. Putzen, dann also die ganze Sorge treffen. Ja, also ja. Ein Vater, den Frau sich wünscht. Oh, das, wie gesagt, das kann ich auch nicht beurteilen. Wie gesagt, mir kam es einfach darauf an, dass es dem Kind gut geht. Ich selbst nehme mich da ein bisschen zurück. Ich denke, weiß nicht, ob das hormonell bedingt ist, aber man steckt die eigenen Ziele einfach etwas zurück. Auch wenn ich mich da auch, das muss ich auch dazu sagen, mich in meinen, also geschäftlich und beruflich da auch sehr weiterentwickelt habe. Es ist vielleicht auch nochmal ein Ansporn, ja, wenn man Kinder hat, ja, sich entwickeln zu wollen. Ja. Das heißt, also Ihr Sohn war Mittelpunkt Ihres Lebens geworden? So könnte man es sagen, weil Kinder sind, denke ich, automatisch erstmal der Mittelpunkt. Also mir ging es so und ich denke, das wird anderen auch so gehen, dass die Kinder einfach im Mittelpunkt zentral stehen und man versucht, alles zu tun, damit es den Kindern gut geht. Ja. Mhm. Und wie gesagt, es ist ja auch eine Freude, es gibt auch ja, Dinge, die geregelt werden müssen und so weiter. Das steht auch auf der Tagesordnung natürlich. Und anfangs hatte ich das Gefühl, so die ersten Monate, also wunderschön, war eigentlich der glücklichste Vater der Welt. Wir haben vor wenigen Tagen den Beginn Ihrer liebevollen Beziehung zu Ihrem Sohn vor dem Landgericht gehört. Sie haben es sehr ergreifend geschildert, auch unter Tränen. Da habe ich so die Liebe zu Ihrem Sohn deutlich herausgespürt. Und jetzt kommenden Mittwoch werden wir hören, wie es dazu kam, dass Sie mit Ihrem Kind ins Ausland gegangen sind und warum Sie so lange wegbleiben mussten. Ich möchte da nicht zu sehr vorausgreifen, aber nächsten Mittwoch wird Ihr geplanter Verteidiger Klaus Plantico nicht mehr neben Ihnen sitzen. Herr Plantico, Eurak, wie sieht es denn aus in den deutschen Gerichten? Ja,
wir haben in Deutschland grundsätzlich für die Strafverteidigung die Strafprozessordnung. Es gibt auch Leute, die sagen, die sind inzwischen außer Kraft gesetzt, aber das können wir mal außer Acht lassen. Da steht drin, dass als Verteidiger ein Rechtsanwalt oder Rechtslehrer an deutschen Hochschulen bestimmt werden darf. Ich bin der Meinung, und das entspricht auch der europäischen Dienstleistungsfreiheit, dass ein Rechtsanwalt, der in einem anderen Mitgliedstaat der EU zugelassen ist, unter der vergleichbaren Amtsbezeichnung, also ich bin in Rumänien als Advokat definitiv zugelassen, das heißt endgültiger Rechtsanwalt, dass ein solcher Rechtsanwalt in allen anderen EU-Staaten unter Inanspruchnahme der europäischen Dienstleistungsfreiheit wie ein dortiger Anwalt agieren darf. Und die Deutschen haben ein Gesetz gemacht, also der Deutsche Bundestag in diesem Fall, das EURAG, da steht drin, dass ein solcher Anwalt aus einem anderen EU-Staat nur vorübergehend in Deutschland tätig werden darf. Und diese Einschränkung vorübergehend, die ist meiner Ansicht nach europarechtswidrig. Denn in dem AEUV, dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, steht, dass die Mitgliedstaaten sich verpflichten, Einschränkungen, die sie vorgenommen haben, dann aufzuheben, wenn der entsprechende Wirtschaftszweig keiner Protektion mehr bedarf. Das heißt, Sie werden also Beschwerde einreichen gegen den Beschluss von Richter Beger, der Sie nicht zugelassen hat, denn Ihre Absicht war, Herrn Engel dahingehend zu verteidigen, dass es ganz klar aus Ihrer Sicht keine Entführung eines Kindes war, sondern... Das ist eine von der Mutter gebilligte, ich möchte sagen, Auslandsreise gewesen. In dem Paragraphen 235 des Strafgesetzbuches gibt es die beiden Absätze, die hier für Herrn Engel eventuell in Frage kommen könnten. Das wäre nämlich die Entführung eines eigenen Kindes mit Gewalt, List oder Drohung. Diese Tatbestandsmerkmale liegen überhaupt nicht vor. Also diese Anklage nach dem Absatz 1 des Paragraphen 235 hätte gar nicht erfolgen dürfen. Herr Engel, wie geht es Ihnen bei diesen drei Worten Gewalt, List und was war es drin, Drohung? Ich muss sagen, da kann ich gar nichts mit anfangen, weil bin ich Pazifist und Drohung, das liegt mir auch fern, das sind Dinge, da kann man, ich weiß nicht, ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich da als Straftäter in irgendeiner Form sitze, weil ich fühle mich nicht als solcher. Es ist einfach so, dass das Kind war krank und auch die Mutter hätte, wenn ich nicht mit dem Kind das gemacht hätte, die Mutter das auch machen müssen. Mhm. Also es steht außer Frage, denke ich. Es geht um die Gesunderhaltung Ihres Sohnes? Natürlich, er würde jetzt gar nicht mehr leben, denke ich, wenn man nicht geholfen hätte. Das musste ihm geholfen werden. Herr Bandico, was könnte denn das Gericht befürchten, wenn Sie also mitverteidigt hätten? Also gar nichts, wenn es nach Recht und Gesetz geht. Aber die Gerichte fürchten natürlich, dass sie mit dem Recht konfrontiert werden. Dass ein Anwalt, der nicht aus Deutschland seine Zulassung bezieht, ins Spiel bringen könnte. Und dann müssten die Richter sich gegen das Recht verteidigen, also praktisch ihr Unrecht durchsetzen. Und das scheuen sie, denn das sind Dinge, die sie von deutschen Rechtsanwälten nicht gewöhnt sind. Die deutschen Rechtsanwälte unterliegen der Dienstaufsicht durch die Anwaltskammern. Und die Anwaltskammern nutzen diese Methode, um unliebsamen Rechtsanwälten, die also zu viel kritisieren, die Zulassung zu entziehen. Das ist mir ja auch passiert. Ich war ja vorher deutscher Rechtsanwalt. Mhm. Die Zulassung wurde mir weggenommen wegen Justizkrieg, Stichwort irrationaler Inhibitor. Und da habe ich dann durch einen Bekannten die rumänische Zulassung besorgt und versuche es auf diesem Wege, meiner Ansicht nach völlig legal und europarechtskonform, die Tätigkeit als Anwalt weiter auszuführen. Dann müsste man ja bei jedem Gerichtsgebäude oben drüber schreiben, Achtung Gericht. Achtung Unrecht. Achtung Unrechtsgefahr. Achtung Unrecht. Achtung Gefahr für jeden Bürger, der meint, wenn er in ein Gericht geht, dass er Recht bekommt und dann hinterher bestraft wird für etwas, was er gar nicht getan hat.
Das Problem ist in den deutschen Gerichten. Die Leute sind zum großen Teil auch wahrscheinlich gutwillig, aber die können gar kein Recht erkennen, denn es liegen die Voraussetzungen für einen Rechtsstaat in Deutschland gar nicht vor. Um eine grundgesetzgemäße, also verfassungsmäßige Rechtsprechung in Deutschland zu gewährleisten, müssten zunächst mal die Voraussetzungen für einen Rechtsstaat gegeben sein. Das heißt Menschenrechtsgeltung, Volksfreiheit und Gewaltentrennung. Ohne diese drei Verfassungsgrundsätze in der Verfassungswirklichkeit, also Realexistenz von Menschenrechtsgeltung, Volksfreiheit und Gewaltentrennung, ist ein Rechtsstaat nicht möglich. Und es ist ausgeschlossen, dass die Richter, wenn diese Voraussetzungen für einen Rechtsstaat nicht gegeben sind, trotzdem verfassungsmäßiges Recht erkennen können. Dann bräuchten wir das ganze Grundgesetz ja gar nicht, wenn die das auch ohne können. Das heißt also, auf dem Gebiet, auf dem wir uns hier bewegen, also Familienzerstörung bei Trennung und Scheidung, da ist äußerste Gefahr in Deutschland in Verzug, wenn es um das gesunde Aufwachsen von Kindern geht. Da in der Zwischenzeit, also ich beschäftige mich hier auch schon über 15 Jahre mit dieser Thematik, kann ich jedem nur empfehlen, nicht in deutsche Gerichte, nicht ins Jugendamt. Was hier ganz genau vorliegt, also auch mit dem Familienrecht, werden wir in der nächsten Sequenz noch hören. Herr Engel, was ist Ihre größte Hoffnung Ihrem Sohn gegenüber? Ja, erstmal, ich denke, was man jedem Kind auch wünscht, ist zunächst mal, dass es sich entwickeln kann, gewaltfrei entwickeln kann. Gewaltfrei heißt, ohne körperliche, psychische oder seelische Gewalt. Ich denke, durch das Verfahren hat er allein schon seelische und psychische Gewalt erfahren. Es fehlt an einer Vorbildfunktion. Sein Vater wird hier vorgeführt. Was muss das Kind denken, wenn auch seinem Vater, das ja auch Vorbildfunktion hat, aber auch der Staat in diesem Fall verkörpert vom Gericht, welche Vorbildfunktion hat unser Staat für unsere Kinder, speziell auch für meinen Sohn? Ja. Wenn aus einem Pazifisten ein Täter gemacht wird, wie geht es da dem Sohn? Wir werden beide berichten in der dritten Sequenz. Arche TV berichtete aus dem Studio im Lebegut-Haus.